Willkommen zurück zu Shadow of the Tomb Raider. So, da sind wir nun wieder und wir haben uns ja vorgenommen, in diesem Part ein wenig Nebenquests zu machen, beziehungsweise uns hier erstmal in Paititi, ich weiß gerade gar nicht, wie ist die Stadt nochmal? Ist ja auch real, irgendwas mit Titties. Und ja, wir wollten uns hier einfach mal ein bisschen umschauen, die Gegend erforschen. Ist ja doch eine sehr große Stadt, also ein großes Gebiet, wahrscheinlich auch das größte, was wir in diesem Spiel finden werden. Ja, und hier gibt es ja, denke ich, einige zu erforschen. Bei den Händlern sollen wir auf jeden Fall mal vorbeischauen. Es wird mit Sicherheit auch ein paar Nebenquests hier zu finden geben. Dann haben wir noch die Nebenquests da mit dem Stadtrand da in Kuwagyaku zum Beispiel noch, wo wir ja den Stadtrand nicht gefunden haben. Aber da hat mir der gute Ollis Amiga noch einen Tipp gegeben im entsprechenden Part in den Kommentaren. Und ja, nun würde ich sagen, einfach mal frei Schnauze, beziehungsweise ohne großen Plan werden wir uns einfach mal hier durchbewegen und die Leute voll quatschen. Ich habe Uchu noch nie so wütend erlebt. Uchu? Wirklich? Was ist passiert? Ich sollte nicht tratschen, aber er und Kabil haben sich gestritten. Sie haben geflüstert, aber man konnte sehen, dass sie immer wütender wurden. Aha, Mission verfügbar. Ah, seht ihr mal? Einfach nur mit den Leuten zu quatschen, hilft da schon aus. Hilft da schon. Jetzt sind wir gerade verwirrt wegen der Trophäe. So. Alrighty. Also ich will die Mission jetzt noch gar nicht sofort starten, sondern erstmal wirklich mich hier ein bisschen umgucken und schauen, wo wir eben mit Leuten vielleicht noch quatschen können und so weiter und so fort. So, das sieht doch hier schon mal ganz gut aus. Hier gibt es da bestimmt einen Händler oder irgendwas. So, hier haben wir schon mal was. Ja, es ist gerade sehr viel los hier. Die Gerber, die Fleischer, die Weber, die Färber, sogar die Lehrer. Alle Viertel arbeiten. Der Markt wird voll sein. Großes wartet am Horizont auf die Stadt und ihre Bewohner. Wir müssen alles tun, damit Kukulkan uns in eine neue Welt führt. Naja. Scheinbar eine Anhängerin von Kukulkan. Für uns wird es immer Dominguez bleiben, der Motherfucker. So, hier haben wir auf jeden Fall einen Händler oder eine Händlerin in dem Fall. Ich kenne dich nicht. Was machst du hier? Wo hast du diesen Umhang her? Es wurde mir gegeben, von Unuratu. Oh, du bist ein Gast der Königin? Nichts für ungut. Bitte, du musst mir verzeihen. Schon gut, keine Sorge. Wie kann ich dir helfen? Aber ist eigentlich ganz cool, dass er jetzt nicht einfach so all of the sudden uns hier bedient, sondern eben schon auch mal skeptisch ist und nachfragt. Wobei man ihr doch empfehlen müsste, ich weiß gar nicht, sie sieht doch ein bisschen dreckig um der Arme aus. Oder soll das, was soll das sein? Naja, dann fliegen hier auch noch die Fliegen rum und alles. Nicht gerade sehr einladend, aber soll uns jetzt erstmal nicht daran hindern, hier zumindest Dinge zu verkaufen. Was haben wir denn hier? Oh, Gold und Jadeerz. Können wir beides verscherbeln. Machen wir auch 15 Stück, haben wir derweil schon wieder. Sehr cool. Die Götter sind für uns. Hier haben wir auch 15 Stück. Gibt sogar noch mal ein bisschen mehr Kohle. Bitte sehr. Danke. So. Dann haben wir hier Messer-Upgrade. Wetzen Sie Ihr Messer, um neue Fähigkeiten freizuschalten. Das erste Messer-Upgrade erlaubt es Ihnen, dicke Seile zu durchschneiden. Durch weitere Upgrades erhalten Sie mehr Ressourcen von Tieren. Ja, also ein Upgrade ist doch mal eine schöne Sache, oder was? Kompakter Fellbeutel, der die Tragekapazität für natürlich und menschgemachte Ressourcen erhöht. Menschgemachte Ressourcen. Auch ein Wort, was ich so in der Form noch nicht gehört habe. Ich würde sagen, diese Sachen werden wir uns mal gönnen. Ja, aber wie der Nordkommando auch schon meinte hier, man kann tatsächlich Bergungsgut einfach auch kaufen, ne? Das ist schon irgendwie eigentlich, ja, da kommt man den Spielern doch sehr entgegen, würde ich jetzt mal behaupten. So, aber ich würde jetzt sagen, wir machen mal die Upgrades. Sehr gut. Alles klar. Ich warte auf deine Rückkehr. Generell Taschen und so weiter sollten wir uns dann auch nochmal angucken. Also ich denke, dafür das Geld auszugeben, kann nicht ganz so verkehrt sein. So, was haben wir denn hier noch? Ich meine, so viel Geld haben wir jetzt natürlich auch nicht mehr. Ich habe kaum genug, um den Tribut zu bezahlen. Tribut an wen? Den Kult von Kukulkan. Sie verlangen die Hälfte aller am Markttag erzielten Profite, aber wenn Sie glauben, ich wollte Sie betrügen. Ich verstehe. Danke, Ishik. Dann handeln wir?
Ischik, alles klar. Schlangenholzbogen. Ja, siehst du mal, so neue Waffen und sowas, ne? Neuer Köcher. Ah, hier sind natürlich auch geile Sachen, ne? Stiefel aus Leopardenfell und Vicuna-Wolle. Und so weiter und so fort. Mehr tierische Ressourcen aus jeder Quelle. Mehr Schutz vor Fernkampfangriffen. Tragekapazität für Pfeile wird erhöht. Auch nicht schlecht. Oh, das würde ich ja gerne nehmen, wa? Beziehungsweise, das können wir uns sogar nehmen. Mach ich jetzt auch. Komm. Das war eine ausgezeichnete Wahl. Ich bin immer bereit zum Handeln. Jetzt sind wir aber auch wirklich erstmal pleite. Aber ich denke, das sind jetzt Sachen, die wir uns schon noch mal gönnen konnten. So, sammeln nicht vergessen. Unuratu ist bestimmt besorgt wegen Ezli. Ich muss ihr sagen, dass er gefangen ist. Ach, krass. Seht ihr, jetzt können wir hier nämlich tatsächlich auch die Barrieren hier durchschneiden. Sehr schön. Und hier haben wir gleich noch ein bisschen Gold. 5 Stück sogar. Fell, alles klar, cool. Also das hat sich doch mal gelohnt. Sonst noch irgendwas hier Schönes? Nee. So, hier unten haben wir noch irgendwas. Na, komm. Eine bunte Keramikpfeife. Die Form dieser kunstvoll gearbeiteten Pfeife erinnert an Xayucoatl, einen Schlangengeist der Azteken, der in grün, blau und gelb dargestellt wird. Ihre Saiten sind mit Halbedelsteinen verziert, wobei die Verarbeitung von Jade auf einen gewissen Einfluss der Maya hindeutet. Hier können wir wieder untersuchen. Auch wenn uns das wahrscheinlich nicht viel bringen wird. Also wird jetzt keine aufschlussreiche Information wahrscheinlich sein. Vielleicht müssen wir suchen. Der Kopf riecht immer noch nach verbrannten Wurzeln und Rauch. Kein wirklich unangenehmer Geruch. Gut zu wissen. Aber natürlich wollen wir das, also wir wollen natürlich trotzdem die Gegenstände untersuchen, keine Frage. So, die spielen hier im Wasser, die haben schönes Leben, alles schön. Naja, unser Leben hier ist gerade nicht so angenehm, aber mal so ein bisschen rumbummeln, Leute voll quatschen, da kann man doch mal den ganzen anderen Stress für eine kurze Zeit vergessen. So, hier haben wir sogar noch Stuff zum Einsammeln mitgenommen. Ja, und dann würde ich sagen, können wir uns ja schon mal, nachdem wir jetzt die Händler abgecheckt haben, weil das war mir auf jeden Fall erstmal wichtig, können wir uns doch tatsächlich mal umschauen. Zwecks der Nebenmission. Also, wir haben hier auf jeden Fall schon mal eine und die werden wir mal in Angriff nehmen. Unuratu ist bestimmt besorgt wegen Ezli. Ich muss ihr sagen, dass er gefangen ist. Jetzt muss ich mal gucken wegen dem Wegpunkt. Okay, wird wahrscheinlich dann der Pfeil da sein beim Überlebensinstinkt. Wunderschön. Oder führt er uns jetzt noch nach wie vor? Naja, wird uns hier zu dem Hauptziel noch führen. Wegpunkt setzen. Ja, was bringt mir das? Na, ist auch egal. Wir gehen einfach mal weiter in die Richtung. Boah, hier gibt es aber doch eine Menge Zeug, was hier rumliegt. Also das lohnt sich hier wirklich, die Augen offen zu halten und mit dem Überlebensinstinkt hier so ein bisschen rumzuhantieren. Ah, okay, jetzt hat es geklappt mit dem der Wegmarkierung. Ich gehe den ganzen Weg zu ihm und er sagt, er will nicht handeln. Ich hätte nichts, was er will. Stell dir das vor. Steht selbst in Abfall und Eingeweiden und glaubt, er kann so mit mir reden? Er hat gerade eine Kundin verloren. Ich gehe nie wieder zu ihm. Ich mache meine Geschäfte ab jetzt alle auf dem Markt. Kleiner Beef hier. So, looten, looten, looten. Geil. Boah, krass, hier haben wir echt wirklich eine Menge Zeug. Also ich bin mal fast der Meinung, dass wir uns hier jetzt in 2 Parts mindestens, das war jetzt wahrscheinlich untertrieben, aufhalten werden und jetzt mal wirklich hier so ein bisschen erst die ganzen Nebenquests und sowas machen. Hast du Paimo gesehen, Ishik?
Dummkopf. Glaub, die Götter bestrafen ihn. Fauler Mistkerl. Unuratu ist bestimmt besorgt wegen Ezli. Ich muss ihr sagen, dass er gefangen ist. Ganz ruhig, Lara. Das kann warten jetzt. Gut. Ist klar, wir wollen ja natürlich nach wie vor noch zu unserem Wegpunkt, aber man findet überall an jeder Ecke Loot. Und dann wird man doch so ein bisschen wieder weggetrieben. Ah, da ist wieder einer zum Quatschen. Ah, war eine Weile zu tun. Kleiner Rat, halte dich von der Wildnis fern. Da draußen lauert Gefahr. Näher gehe ich nicht ran. Und selbst dann werde ich dem Dschungel immer nur ganz kurz den Rücken zukehren. Okay, danke für den Tipp. Aber ich denke, Lara ist da schon einigermaßen geschult. Wir haben den Dschungel ja mittlerweile kennengelernt. Und deren Bewohner. Okay, krass, da ist auch wieder was zum Lesen, wenn wir es dann lesen können. Monolith entdeckt. Lernen Sie alte Dialekte zum Entziffern. Ja, blöd. So, was machen die hier? Die jagen Fische. Ich habe mal zu Hause einen Fisch gefangen. Im Brunnen. Weil unter manchen Häusern Tunnel mit Wasser sind, sagt Papa. Lustig, was? Ja. Übelst. Aber mal so schön angeln, ey, hätte ich auch mal wieder Bock. Unuratu ist bestimmt so lange her. Ezli. Ich muss ihr sagen, dass er gefangen ist. Glaubst du, dass große Ereignisse auf einen einzigen Augenblick zurückgehen? Ich schon. Nehmen wir als Beispiel, was jetzt passiert. Hätten Amaru und Sairi während der Hungersnot nicht gestritten und hätte Sairi nicht gegen Amarus Wunsch darauf bestanden, dass er die Sicherheit der Grenze verlässt, um für das Dorf zu jagen? Dann wäre heute vielleicht vieles anders. Denn Amaru fühlte sich schuldig am Tod seines Bruders. Ich war in der Nacht dabei, als sie Sairis Leiche aus der Wildnis brachten. Die Trauer fraß ihn auf. Ich glaube, das war der Augenblick. Amaru zerbrach. Danach übernahm er die Kontrolle über Paititi. Er wollte uns schützen, weil er Sairi nicht schützen konnte. Ja, Amaru ist ja der richtige Name sozusagen von Dominguez, soweit ich das jetzt noch richtig in Erinnerung habe. Und ja, ich meine, so eine Ereignisse können natürlich einen Menschen formen und ändern. Okay, hier ist nichts weiter, wie es aussieht. So. Boah, hier können wir natürlich unter Wasser auch noch ein bisschen looten. Ah gut, aber da wollen wir jetzt wirklich nicht zu sehr übertreiben. Naja, komm, eh mal gucken wir mal hier lang. Boah, krass, ey, was das hier schon wieder zu entdecken gibt. Oh no, Alter. Also das ist man wirklich ewig beschäftigt. Das könnte man ja schon fast offscreen machen, aber man trifft ja eben doch zwischendurch immer Leute hoch und das macht nicht viel Sinn, leider. So, jetzt erstmal wieder auftauchen. Gut, okay, soll jetzt an der Stelle aber erstmal reichen. Wir wollen es wirklich jetzt nicht übertreiben. Oh, und hier haben wir sogar noch ein Basislager, ey. Krass, eine Stadt, drei Basislager schon. Nice. Das ist hier los? Okay, danke. So, Inventar. Jetzt können wir natürlich auch mal langsam wieder upgraden hier. Das auch mal gar nicht so schlecht. So, Köcher haben wir erhalten. Tasche. Sehr gut. Sehr gut. Nice. Schön. Okay, dann wollen wir doch mal gucken. Ja, das ist ja erstmal egal. Da lassen wir erstmal das, was wir anhaben, an. So. Naja, da fehlt uns jetzt nur noch das, aber da fehlt uns jetzt noch ein Upgrade. Wahrscheinlich. Müssen wir vermutlich über den Skillbaum freischalten. Mal gucken. So, hier haben wir zwei Upgrades verfügbar. Ah, komm, nehmen wir mal mit hier gleich. Gut, okay. Naja, war gar nicht so crazy. Aber wir haben auch derzeit nicht so viel Bergungsgut und so ein Kram. Unuratu ist bestimmt besorgt wegen Ezli.
Ich muss ihr sagen, dass er gefangen ist. Ach komm, beruhige dich. Können wir die jetzt nochmal vollquatschen, oder wie? Glaubst du, dass große Ereignisse ja auf einen einzigen Augenblick zurückgehen? Ich schon. So, da haben wir den Nebenquest-Typi. Na dann, wollen wir doch mal. Auch wenn sonst niemand kann. Ist alles in Ordnung? Nein. Pisco der Tote hat meine Würfel. Und niemand glaubt mir. Aber er hat sie. Ein Toter hat deine Würfel? Hast du sie nicht doch verloren? Ach, du bist genau wie alle anderen. Tut mir leid. Du hast recht. Ich sag dir was. Wenn ich Pisco den Toten sehe, dann verlange ich deine Würfel zurück. Wirklich? Du glaubst mir? Es wäre nicht das erste Mal, dass die Toten mit mir reden. Pisco, den Toten finden. Oh, dann machen wir das doch einfach gleich mal. Nebenmission, so. Alles klar. Spiel des Toten. Da bin ich jetzt mal gespannt, was er damit auf sich hat. Was er damit meint, Pisco der Tote. Also sich von einem Toten beklauen zu lassen, ist schon lame. Kann man wohl so sagen. Es kann kein Alux sein. Das sind sicher diese Kinder. Stimmt was nicht? Oh, ja, ja. Etwas stimmt ganz und gar nicht. Wenn ich morgens aufwache, ist in meinem Haus alles verschoben. Hattest du nicht einen Alux erwähnt? Oh, nicht doch. Aluxop gibt es nicht. Das sind die Kinder. Sie lieben es, mich zu ärgern. Du könntest den Eingang versperren. Dann kommen sie nicht rein. Hab ich schon versucht. Sie kamen trotzdem rein. Vielleicht sollte ich wegziehen. Tja, ich glaube nicht, dass es die Kinder waren, sondern ganz klar Paranormal Activities, die da abgehen. Unuratu ist bestimmt besorgt wegen Edsley. Ich muss ihr sagen, dass er gefangen ist. Boah, das ist halt schon so ein bisschen nervig, ne, dass er das immer wieder sagt. So für die ganz doofen Spieler. Also geht auch richtig für mich. Nee, aber es ist halt wirklich so ein Phänomen, ne, dass natürlich die Spiele, hatten wir ja bestimmt schon öfter mal das Thema, doch sehr leicht werden mitunter, ne. Also, dass sie einfach manchmal nicht so fordernd sind, ne. Ich meine, man hat natürlich dann so Beispiele auch wie jetzt eben in Resident Evil. Gucken wir uns das aber erstmal an. Die Bewohner haben die Webkunst über tausende Jahre hinweg perfektioniert. Diese Chuspas ist ein wundervolles Beispiel dafür. Aus Lama- oder Alpaka-Wolle gewebt und traditionell zum Transport von Kakaoblättern genutzt, zeigt sie die ganze Kunstfertigkeit des Webers oder der Weberin. Sie ist wunderschön. Ja, die sieht tatsächlich sehr nice aus. Alright. Ja, ein Beispiel von Resident Evil zum Beispiel. Ich meine, das war halt früher logischerweise auch viel schwerer und so. Nur, ich sag mal, es gibt halt für mich immer noch einen Unterschied zwischen fordernd, also auf einer guten Art und Weise, sodass es wirklich ein Pluspunkt ist, und einfach nur nervig. Ne? Und im Fall von Resident Evil gerade, also da muss ich ganz ehrlich sagen, da spielt man dann doch lieber so ein Remake, so, wo dann einfach doch ein bisschen besser ist. Und selbst in dem Remake waren ja doch viele Sachen noch drin, wo ich mir dachte, na komm, das hätte man in einem Remake eigentlich ausbessern können, weil die sind halt nicht fordernd oder die machen das Spiel nicht unbedingt schwerer, sondern einfach nur nerviger, weil man halt dafür mehr hin und her rennen muss. Platz. Also das ist für mich halt immer noch irgendwo ein Unterschied, und warum sollte man wollen, dass ein Spiel nervig ist oder frustet, ne? Und Ori war halt da das perfekte Beispiel. Wo müssen wir denn jetzt hin? Ori war das perfekte Beispiel, weil das war einfach geil. Das war aber trotzdem schwer und fordernd, aber nie frustrierend. Unuratu ist bestimmt besorgt wegen Edsley. Ich muss ihr sagen, dass er gefangen ist. Okay, schauen wir, müssen wir hier irgendwo hin. Ja, aber das war halt nie frustrierend, ne? Und das fordernd eben, ne? Man wollte, mit jedem Versuch ist man immer ein bisschen besser gewesen und man wollte es halt wirklich schaffen. Und das ist für mich ein gutes Beispiel für ein Spiel, kann auch schwer sein und trotzdem eben geil. Und das hat man eben mittlerweile ja meist nur bei Indie-Titeln und so, ne? In den AAA-Titeln wird es ja doch meist recht einfach gehalten. Ich meine, grundsätzlich waren die Spiele früher natürlich ein bisschen schwerer.
aber eben auch aufgrund der technischen Mittel mitunter eben einfach nerviger. Und da bin ich schon froh, dass das mittlerweile nicht mehr so ist. Muss halt an den richtigen Stellen schwer sein. So, genug jetzt aber davon. Aber das hat sich ja jetzt gerade mal so ein bisschen angeboten. Mann, wo sind wir denn jetzt hier schon wieder? Krass, ey. Es ist wirklich krass. Dieser Ort ist einfach nur crazy. Ich gucke jetzt erstmal kurz auf die Karte. Okay, hier hinten müssen wir hin. Also wir sind jetzt hier scheinbar nicht ganz richtig, aber wenn wir schon mal hier sind und das erforschen können, why not? Wahrscheinlich kommen wir in diesem Part gar nicht mehr zur Nebenmission. Eine Totenmaske. Die Erdemaske wurde einem Adligen bei dessen Bestattung aufgesetzt. Die Handwerker waren angeblich in der Lage, ein nahezu perfektes Abbild des jeweiligen Trägers zu erschaffen. Krasser Scheiß, das ist ja fast schon ein bisschen creepy. Aber auch irgendwie cool. Unuratu ist bestimmt besorgt wegen Ezli. Ich muss ihr sagen, dass er gefangen ist. Ja, das wissen wir. Okay, cool, das hat sich doch ein wenig gelohnt. Ich hoffe, ich habe da jetzt nichts übersehen, aber passt schon. Gehen wir jetzt erstmal wieder zurück. Na? Oh, da können wir auch nochmal hoch, oder was? Nee, können wir nicht. Es sah so aus, okay. So. Dann gehen wir jetzt erstmal hier wieder raus. Och, und alles mitten in so einer Stadt halt vor allem, ne? Also schon irgendwie... irgendwie krass. So, von da sind wir ja gekommen, glaube ich. Den haben wir auch schon voll gequatscht. Wo müssen wir denn jetzt eigentlich lang? Karte, Karte, Karte. Falsche Richtung. Krass, ich hab das Gefühl, wir entfernen uns gerade nur wieder. Boah, nee, jetzt sind wir auch alle schon wieder zu Dungeon-mäßig. Ja. Krass, okay. Also irgendwie ist der Ort auch sehr verwinkelt und ja, man findet sich gar nicht so leicht zurecht. Wartet mal, jetzt muss ich doch mal kurz gucken. Wie laufen wir da jetzt am besten? Naja, also irgendwie hätte die Fühle, ich laufe eigentlich richtig, aber irgendwie dann doch wieder nicht. Also es ist irgendwie verpeilt, keine Ahnung. Naja, egal. Irgendwann werden wir schon ankommen. Ah, hier geht's jetzt hoch. Sehr schön. Oh, ein Lama. Das wollen wir unbedingt streicheln. Grüße an Ollis Amiga. Nice. Das war mir wichtig, dass wir das hier auch einmal machen. Na, komm. Unuratu ist bestimmt besorgt wegen Ezli. Ich muss ihr sagen, dass er gefangen ist. Krasser Scheiß, ey. Aber das Problem ist, wenn man hier mit Überlebensinstinkt rumrennt, dann findet man eben immer wieder irgendwas. Die verstoßenen Ketten. Den Willen der Götter. Gib mir ein Zeichen. Okay, jetzt bewegen wir uns sozusagen wieder weg. Oh, Monolith entdeckt. Nice. Den können wir leider auch nicht lesen. Das beschreibt etwas in der Nähe. Kanäle bringen Wasser zu den trockenen Bereichen des Dorfes. Und sie haben mich mit sich genommen. Okay, wir können ihn doch lesen. Alles klar. Ach, scheiße, nicht, dass wir den anderen da auch lesen konnten. Ich glaube, da habe ich gar nicht viel gedrückt. Naja, egal. Da gucken wir dann nochmal. Beziehungsweise müssen wir dich auf der Karte sehen. Weil dieses Schlosssymbol bedeutet ja eigentlich, dass wir den nicht lesen können, ne? Ja, okay, dann ist doch alles cool. So, na, wir können jetzt aber hier hinten rum, zack, und dann kommen wir doch endlich noch ans Ziel. Aber ich glaube trotzdem, dass wir das in diesem Part nicht mehr schaffen werden, weil ich jetzt noch was anderes vorhabe, privat. Ja, so. Deswegen muss ich den Part an dieser Stelle leider beenden, aber ist ja nicht so schlimm.
Haben wir ein bisschen geschnackt, ein bisschen hier rumgebummelt. Und ja, im nächsten Part werden wir uns dann der Nebenquest widmen. Alles voll. Ich kann nicht mehr tragen. Gebt mir ein Zeichen. Boah, krass, das ist auch noch ein Monolith. Das werden wir uns jetzt zum Abschluss noch angucken. Die Geschütze haben versagt und sind jetzt dazu verdammt, das Verlorene zurückzuholen. Alrighty. Unuratu ist bestimmt besorgt wegen Ätzli. Ich muss ihr sagen, dass er gefangen ist. Gut, alles klar. Dann würde ich sagen, machen wir hier einen Cut und wir sehen uns dann im nächsten Part wieder bei Shadow of the Tomb Raider, wenn wir uns der Nebenquest ich kann nicht mehr tragen. Widmen. Ich kann auch nicht mehr tragen, deswegen sehen wir uns beim nächsten Mal. Bis dahin, tschaußen!